Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei, wenn man so will, Folge 10 von WarioWare Incorporated. Vielleicht nenne ich es auch irgendwie Bonuspart, das weiß ich noch nicht. Also das ist jetzt ein paar Tage hinter Folge 9. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, was es also gibt. Also ihr seht, gelb haben wir freigespielt. Bei den ganzen Jimmys kann man was freispielen. Und was auch so ist, ihr müsst auch alle Games gespielt haben. Und da zeige ich euch mal was. Wenn ich hier mal rauskomme, seht ihr nämlich im Netz, was alles fehlt. Na, hier fehlt noch eins. Da fehlen vier. Hier sogar fünf. Auch fünf. Fünf. Nochmal fünf. Vier. Fünf. Auch fünf. Also das ist schon... Deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass es alles in dieser Folge wird. Es kann auch sein, dass diese Folge einfach später kommt, dass wir einfach mal sozusagen bis dahin alles durchgespielt haben. Ich werde versuchen, euch auf jeden Fall diesen All-Game-Modus auch zu zeigen. Und dass wir auch nochmal irgendwie die restlichen Minigames zeigen. Aber das, sag ich mal, ist dann eher so Bonusfolge. So, ich fange jetzt mit Gelb an. Da waren wir beim letzten Mal, ja. Und Gelb, ich guck mal gerade. Genau, wenn man 15 schafft, wird Rot freigespielt. Wobei ich mich total wundere, weil hier ist Rot. Vielleicht gibt es noch ein anderes Rot, aber wir gucken mal einfach. So, mach mal Nervenkitzel. Die nur eine Chance will. Achso, man hat jetzt immer nur ein Leben, oder was? Das ist ja lustig. Das ist ja super. Das war knapp. Fing ja gut an. Ach du meine Fresse, das ist dann auch auf Level 3 mit eine Chance, oder was? Also, sonst geht's auch noch ganz gut, ne? Schon verloren, ne? Ja! Geil! Tja! Der eine Chance-Modus ist natürlich richtig gut. So, dann gehen wir mal auf Rot. Boss Rush, den habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Und der Rest habe ich, ne? Ja, kennt ihr alles. Ja, und dann würde ich sagen, fängt bei mir gleich offscreen die Save State Party an. Hotel Zukunft. Okay, das heißt, wir kämpfen nur gegen die Bosse, oder was? Zack. Okay. Das Team in. Na komm, wie schnell Punch-Out hat gespielt. Gehen wir hin. So, das kennen wir jetzt. Aua. Geht's da nicht weiter oder muss ich das nochmal wiederholen? Das muss ich tatsächlich nochmal wiederholen. Ich glaube, bei Rot kriegt man aber nichts mehr. Also das heißt, ich glaube, den Modus muss man nicht erfolgreich beenden, sondern das gibt nur Score oder so. Doch, glaube ich, von den Bossen, glaube ich, drei verschiedene Level. So, fünf Schlagen. Mario! Ja, super. Boah, es ist knapp. Ja, natürlich. Sag mal, hängt's oder was? Ja, was denn nu? Sag mal. Also, bin ich Profi-Baseballer oder was? Wie soll ich das denn hinkriegen? So, das war okay. Kriegen wir auch hin. Er war fast unsichtbar. Habt ihr gesehen, ne? Das ist das, was ich meine. Es gibt tatsächlich auch irgendwie einen Gag, wo das unsichtbar wird. Boah, ist schlecht. Wieder verloren, ne? Na komm. Ja, wird jetzt verloren. Super. Ich mag dich, Mario.
Ich finde Wario viel cooler, du Arsch. So. Das heißt, das war auch der Boss-Mode. Ja, und jetzt geht für mich die Safe-State-Party los. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir gleich ein paar neue Modis haben. Bis gleich. So, da geht's los. Bevor wir jetzt das eine... Ihr seht schon, da ist eine Pille, die habe ich freigespielt. Zeige ich euch mal was anderes. Es gibt ja noch diesen Einzelmodus. Vielleicht kriege ich einen Spleen und mache den doch noch. Aber dann, wie gesagt, nicht wahrscheinlich im Anschluss. Also ihr müsst überall die Scores hier holen. Also da steht dann dementsprechend bei jedem Minispiel, was man da holen muss. Hier macht 20 Punkte. Und dann kriegt man das. Das Minispiel allerdings kennt ihr noch nicht. Zeige ich euch das mal hier. So. Upp. Anziehen. Was hat man tatsächlich nicht? Gucken, weil wir weit bekommen. Wahnsinnig weit jetzt nicht sein. Bei Jimmy. Na gut. War schlecht. Das heißt, geht jetzt immer die ganze Zeit so? Boah, kriegt man ja wahrscheinlich die 20 aber auch hin, ne? Okay. Muss ich nur aufpassen, wo der Dritte hingeht. Aber egal, ich zeige euch jetzt einfach mal die Minispiele, die ich jetzt habe, und dann kommen wir gleich zur Pille. Vielleicht wird es dann doch ein paar mehr Bonusfolgen, ist ja auch egal. Wie kriege ich die dann notfalls nebenbei? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt wahrscheinlich hier 5 Stunden lang das alles hier durchzocke. Aber ist ja mit Safe States, ist das ja alles machbar. Ist ja jetzt so nicht. So, weil wenn ihr nämlich alle Minispiele habt, gibt es nämlich auch was. Und wenn ihr dann in allen Minispielen dieses Score erreicht habt, dann gibt es dann die Erweiterung davon. So, zeige ich euch hier noch was. Den kennt ihr. Bowling kennt ihr noch nicht. Kegeln mal ein bisschen. Das geht ja super. So, sieht der letzte Level aus. Knapp. War knapp, aber nicht wirklich gut. Also ich sagte, wenn das jetzt hier die Geschichte ist, dann mache ich dir wahrscheinlich die Bonus-Games immer so ein bisschen nebenbei. Das werde ich dann wahrscheinlich nicht im Anschluss machen, weil nee. Ich dachte mir, das ist okay, ne? Also spielst du das ein paar Mal durch und dann ist gut, aber stimmt, es gibt ja noch die ganzen Games, die ihr nicht kennt. Aber egal. Schade, dann kriegt er halt immer so ein bisschen, klein bisschen Flair. Muss auch mal sein. Ah, hier kommt der Kegelweltmeister. Sehen kann auch sein, dass ich zum Beispiel hier, wenn überall die Score erreichen bei 180 Minispielen, könnte sein, dass mir das auf den Nerv geht. Dass ich das also wahrscheinlich nicht direkt mache. So, ihr seht jetzt zum Beispiel, das kennt er nicht, das kennt er nicht, das kennt er wieder. Den kennt er auch nicht. So, oh mein Gott. Als nächstes Hammerwurf. Einfach den Hammer werfen. Kriegen wir ja noch hin. Das ist ja auch eine Geschwindigkeit, das kriege ich auch noch hin. Aber ganz ehrlich, wurde das jetzt schwerer? Weil wäre das einfach ein kleinerer Radius. Trotzdem. Ist man wahrscheinlich eher gelangweilt, ne? Als dass das hier wirklich schwierig ist. Guck mal, vielleicht finde ich auch ein Safe-Game mit der letzten Option dann. Das kann sein, dass ich wahrscheinlich die 180 Minispiele mache ich nicht. Aber sonst hier, ich sag mal, die normale Sache freispielen, das mache ich dann schon. Ja. Vor allem weiß ich ja auch, was es für Minispiele gab, die ihr nicht gesehen habt. Aber das ist schon lustig, ne? Haben wir eigentlich gleich das erste
das erste Bonusvideo, also die Folge 10, gleich so abgedeckt. Mit anderem Kram. Aber gut, habt ihr, seht ja auch mal was. Zack. So, dann geht's hier einfach springen, springen auf den Gipfel. Das geht ja bis dahin alles noch. Jetzt ist es schon fast Jump'n'Run. Geht aber alles noch. Der 20 jedes Mal, ey, boah. Das ist schon heftig nervig. Obwohl, das geht hier eigentlich. Ich weiß also nicht mehr, wie weit ich auf meinem wirklichen echten Modul war. Das habe ich irgendwann auch mal gesuchtet und ich, so ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich versucht, mal in allen Minispielen das abzuräumen. Aber ob ich das geschafft habe, keine Ahnung, frag mich nicht mehr. So, komm, weiter. Einfach durch hier. Oha. 20 müssen wir reichen, ne? Das sieht doch gut aus. Aua. Ja. Ein paar muss ich noch schaffen, dann habe ich 20. Gut. Reicht. So, jetzt haben wir's. Schön. Egal. 25. Egal. Das passt. So, kriegen wir irgendeine Info? Ah, jetzt habt ihr eine Blume. Genau, und die Blume kriegt ihr dann überall und dann geht's weiter. So. Klingeling. Auch ganz toll. Dann müsst ihr jetzt einfach dementsprechend immer versuchen, die Glocke zu treffen. Das war schon nicht so. Also müsst ihr in der richtigen Position, wo er... Boah, das haben wir sogar geschafft. Aha. Immer gucken, wo das Trampolin ist. Sieht gut aus. Könnte eigentlich nur das Problem sein, dass die Zeit irgendwann ausgeht. Ja gut, dann weiß ich, was ich euch in dieser Folge gebe. Damit haben wir, das ist das zweite oder dritte, glaube ich, von Jimmy, was ich euch zeige. Es haben 5 gefehlt. Die machen wir alle noch und dann machen wir das Spiel mit der Pille. Ich glaube, ihr wisst schon, was da kommt. Na ja, komm. Na ja, gut, komm. Game over. So. Blume? Ach, 10 Punkte! Ach so. Stimmt, ist ja jedes Mal unterschiedlich. Klar. So, hier waren wir noch nicht. Wilhelm Tell. Den kennt er auch noch nicht. Dann müsst ihr eigentlich so lange halten, bis der Apfel angezeigt wird. Und dann loslassen. Mehr ist das nicht. Also, was heißt mehr ist das nicht? Aber jetzt sieht das gut aus. Schön. Ist aber auch wirklich nur einfach Taste halten und in der gleichen Sekunde wieder loslassen. Das kriegt man eigentlich hin, denke ich. Aber ich sehe schon, wir gehen jetzt auf die 15 Minuten zu. Das heißt also wirklich, allein in dieser einen Bonusfolge habt ihr das. Egal, aber habt ihr mal auch irgendwie ein Let's Play-Projekt, wo 1000 Bonusfolgen. Deswegen, also das kann ich auch nicht versprechen, ob ich das mir antue. Wenn ich merke, das geht, dann tue ich es. Wenn ich merke, es geht nicht, dann lasse ich es.
Weil da bin ich nicht so verrückt und spiele einen Tag lang hier WarioWare. Nur um euch dann in den Modus zu zeigen, der wahrscheinlich nicht so spannend ist. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich ja doch ein Spiel. Mal sehen. Oh, jetzt hätte ich natürlich lesen können, was ich für eine Score haben muss. Aber ihr seht, man kann das tatsächlich erreichen. Das ist kein Thema. So, 25 schaffen wir tatsächlich. Boah, wieso geht der denn daneben? So, komm. 25 will ich aber auf jeden Fall erreichen. So, komm. Gas. Boah, sogar 30. Schön. Ah, Mist, Fehler. Einmal zu lange. Bei 33 müsste auch wieder die Blume bringen. Natürlich. Wie musste ich denn haben? Tatsächlich 30. So, Baseball kennt er, das kennt er. Menschenpyramide kennt er noch nicht. Jetzt haben wir 10 Punkte. Ihr seht auch, es ist auch gar nicht so einfach. Weil dürfte mich nun ganz vorsichtig steuern. Weil ich gehe da nämlich drüber. Ich wollte auch doch anders zeigen, wie es geht. Ja, das war jetzt zu sanft. So geht's richtig. So geht's richtig. 10 Punkte, ich weiß ja nicht. Ah, wieder falsch. Nee, das bin ich nicht unbedingt der Experte. So. Hürden kennt ihr, Volleyball kennt ihr noch nicht. Das ist... Genau, den kennt er. Das kennt er. Nee, Schwimmen kennt ihr auch noch nicht. Fäll ich mal auf. Hey, ihr kennt das noch nicht? Ja, das sind noch drei sogar, die ihr nicht kennt. So, das ist Volleyball. Geht's darum, ihr seht, in der gleichen Sekunde zu schmettern. Mehr muss man hier nicht machen. Das geht bis jetzt noch ganz gut. Ja, das ist toll. Das andere ist dann gleich noch Schwimmen. Und was hat man da noch, was ihr noch nicht kennt? Egal, dann machen wir eine 20 Minuten voll. Ist doch wurscht. Ihr habt dort Zeit. Und vor allem braucht sich keiner beschweren, dass er irgendwas nicht gesehen hat. Ich muss mal anfangen, auf die Zahlen mal zu achten. Weil, also wenn das relativ einfach ist, das immer frei zu spielen, dann können wir davon ausgehen. Das gibt natürlich mit Sicherheit ein paar Games, wo man tierische Probleme hat, aber wenn das, ich sag mal, jedes Game irgendwie eine Minute ist, dann mache ich das doch. Mal gucken. Das kann ich euch wahrscheinlich in der Bonusfolge dann schon mehr erzählen. So, auch weg. Weil es wahrscheinlich wirklich bis Maximum, ne? Bis es dann irgendwie nicht mehr schwerer wird. Na, komm. Ja, es geht gut. Ich glaube, wahrscheinlich brauchen wir hier auch wieder 30. Ja, Mist. Komm, komm, weiter. Kann nicht diskutieren. Wie geht's zur Sache? So, schön. Gibt's dein. Das ist wunderbar. Auch großartig. Zack. 30 haben wir. Guck mal, das ist ein neuer Weltrekord. Also ja, für mich. Ein lokaler Weltrekord, um mal den Gag zu machen. Oh, schön. Jetzt
tatsächlich wohl nicht mehr schwerer, ne? Ne? Hier, Highscore-Challenge, immer gern angesagt. Also wenn ich tatsächlich den... Ihr könnt mich ja mal ein bisschen motivieren in den Kommentaren. Wenn ich tatsächlich den... Ihr Spiel alles frei im Modus mache. Ah, keine 50. Dann würde ich sogar euch dann mal die Scores zeigen. Ja. So, wie viel brauchte ich denn? 30 tatsächlich. So. Aber. So. Ja, schwimmen noch und... Gewicht heben. So, machen wir Gewicht heben. So. Mit ein paar Mal A drücken, dann hoch. Oh. Ein paar heben. Übung, ne? Super. Gut. Okay. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir auch alles hin. Gut, dass ich mir das natürlich wieder nicht durchgelesen habe, wie viele Punkte man braucht. Aber ist auch egal. Wir sind jetzt aber schon 20 Minuten durch. Ich habe euch noch gar nicht das Minispiel gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Das tue ich euch aber hier aber an. Das mache ich auf jeden Fall gleich noch. Wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere auch von den ganzen Minispielen total genervt. Also die Pille kriegt ihr gleich noch. Und wenn das eine 30-Minuten-Folge wird. Weil ich das nicht glaube. Ja, danach haben wir einfach mal ein Minispiel. Ah. Ah, sieht gut aus. Das sieht auch einfach etwas aus, was man durchspielen kann. Ah, das geht gut. Also ich mache mir jetzt den Spaß, ich drücke jetzt A und gleichzeitig nach oben. Kann ich wahrscheinlich mit ordentlich bescheißen. Ja, Zeit. Ah, das geht gut. Ah, das geht wirklich ganz gut. Kommt mir irgendwann die Frage, wann ist die Zeit wahrscheinlich erreicht. Ja, wird schon ein bisschen knapper. Aber gut, alte Track and Field Schule. Das dürfte klappen. Zack. Ja, das ist jetzt knapp. Habt ihr gesehen, ne? Das wird richtig knapp. Ich wusste es. Und weiter. 40? Nein. Hui. Egal, aber es sollte auch reichen für eine Blume. Ja, wie viel brauchten wir? 20. Ja, das hat gepasst. So, Curl. Nee, stimmt. Curling kennt ihr auch noch nicht. Komm, machen wir erstmal Delfin. Also schwimmen. So, mit hoch runter. Curling kennt ihr auch noch nicht, stimmt. Gut. Ja, dann machen wir Curling ja auch noch. Dann wird das definitiv eine 30-Minuten-Folge. Aber egal. Das ist doch auch mal eine schöne Unterhaltung für euch. Hoffe ich. Denkt dran, wahrscheinlich könnt ihr mich auch gut motivieren. Vielleicht mache ich es dann doch. Mal sehen, wenn ich den ganzen Quatsch hier so wie... Na! Das war nicht gut. Was ist denn, wenn ich beides drücke? Mal gucken, ob man das bescheißen kann. Scheint zu gehen. Dann machen wir so. Ich bin hier der Meister vom Cheaten. Das geht. Ja, dann kommt gleich als nächstes Curling? Vielleicht auch nicht. Na? Jetzt geht's nicht mehr? Hat er das gesehen? Ja, jetzt geht's wieder. Irgendwie hat er mich gerade verarscht. Na komm, also 20 schaffen wir aber noch. Jetzt hier mal auf, Alter.
Ja! Manchmal geht's dann doch nicht. So, jetzt zeig mal, ob 20 gereicht hat. Hat. Mach 20. Ja, genau. So, Curling. Das kennt er auch noch nicht. So. Muss man entsprechend wischen. So, ihr seht, Kreis wird immer kleiner. Aber es geht. Ah, Mist. War zu viel. Ach, Mensch. Was ist denn hier los? Jetzt liegen wir aber selber hier irgendwie eine Challenge sitzen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh Gott. So, 10 haben wir. Ach, wieder zu viel. Gib mir mal zu viel Gas. So. Wie ihr seht, hier haben wir alle Minispiele, die es gibt. Und ihr habt damit auch wirklich alle gesehen. Wie viele Punkte braucht man denn hier? 15. Das ist alles schaffbar, ne? 10. 10 im Slalom, dann mache ich die aber locker. So, hier fehlt noch was, da fehlt noch was. Ah, oh, von wegen, da fehlt ja eine Menge. Sehe ich das erstmal? Was habe ich euch denn da erzählt? Oh, schön. Dann spielen wir jetzt Dr. Wario. Dr. Wario. Dr. Mario hat sein Outfit mit Wario getauscht. Vernichte die Bakterien, indem du 4 gleicher Farbe einer Reihe bringst. Rechts, links. Ja, also genauso wie bei Dr. Mario. Drehen, auch ganz wichtig. So, ich sag mal Tetris-Klon. Jetzt spielen wir Dr. Mario. Ja, das geht alles mal erstmal. Wir machen erstmal hier auf Easy. So. Na. Na, das war doof. Immer voll verzogen. So, erstmal. Lüpp. So, das ist auch nicht so gut. Weg erstmal. Ich glaube, das ist ja genauso, ne? Wenn man den Virus besiegt hat, dann ist es ja erstmal egal. Genau. So, machen wir nächsten Level. So, der kann dahin. Der kann auch dahin. Bin mal gespannt, wie lange ich das hinkriege. So. Ah, passt. Auch weg, so. So, geht. Und auch weg. Schön! So, das wird schon ein bisschen komplexer. Du bist weg. Mist. Ich bin selber was verstellt. Das war nicht gut. Na, nächster Schnitzer. Ah, super. Ja, das ist ja geil. Was habe ich denn jetzt hier für eine Scheiße gemacht? So, das war weg. So. Ah. So, aber auf jeden Fall. Das geht weg.
Das geht auch weg. Haben wir. So. Ja, das war mal ruhig. Achso, dann gehen wir da unten. Ah, super. Ich hab mir den echt zugebaut, ne? Ich Doofkopf. Ja, super. Mehr komplett zu. Ja. Das ist jetzt nur noch Kämpfen gegen den toten Mann. Toll. So, okay. So, das kann weg. So, jetzt müsste ich eigentlich hier nochmal gelten. So, dann könnte ich eigentlich mal anfangen. Nein! Den hier Doofkopf. Gut, den Virus kann ich erstmal eliminieren. So. So. Den kann ich auch platt machen. So. So. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir an den Virus noch rankommen. So, das ist bis dahin gut. So, schön. Jetzt brauchen wir gelb. Schön. So. Aber wisst ihr was? Das mache ich mal so, dass ich das, glaube ich, mal als Einzelgame mache. Weil sonst dauert die Folge ja noch 30 Stunden. Jetzt sind wir schon 30 Minuten, jetzt sind wir bei 32. Wo reicht's auch? Ich sage jetzt mal, hier beende ich mal einfach Folge 10. Ich werde Dr. Vario Sicherheit dann nochmal einzeln zocken. Dann gucke ich mal, vielleicht ist das auch schön für eine Einzelfolge. Ist egal. Sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Bonusfolge wieder, weil dann geht's jetzt weiter mit. Ne? Jimmy Blau haben wir jetzt, kommt jetzt Jimmy Gelb. Und nach Jimmy Gelb kommt auch noch was und Jimmy Rot kommt auch noch was. Das zeige ich auf jeden Fall noch. So, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.